auf in die Tethys Revenue in Deadly Association. Wow. Was hast du denn, mein Schatz? Tethys Revenue. Das Ja. hast du sehr ordentlich ausgesprochen. Ich habe auch die ganze Zeit konzentriert drauf geguckt und versucht, das rückwärts flüssig zu erzählen. Ja, dann ab in die Uni. Ja. Guten Tag, Professor Eidenberg. Danke, dass Sie uns empfangen. Wir sind auf der Suche nach Informationen über vier Ihrer Studenten aus dem Abschlussjahr 2001. Informationen über Studenten, aber dazu habe ich gar kein Recht. Ich glaube, ich gebrauche Ihre Genehmigung. Meine? Ja, aber ich gebrauche Ihre Genehmigung, habe ich Drei gesagt. von Ihnen wurden getötet. Ich muss Sie besser kennenlernen, um die Ermittlungen erfolgreich führen zu können. Kommen Sie ein bisschen spät, wenn Sie sie kennenlernen will, ne? Ja. Das ist ja furchtbar. Ich werde mein Bestes geben, aber ich habe ein sehr schlechtes Namensgedächtnis. Hier müssen Klassenfotos rumliegen. Wenn wir das richtige Jahr finden, ist es einfacher für mich. Ja, ich sehe Oben keins. an der Decke hängen Klassenfoto. Warum auch immer. Auf dem Schreibtisch, unter der Lampe, rechts vom Schreibtisch, am Stuhl, links vom Stuhl, überm Stuhl. Es klemmt unterm Tisch ein schwarzes Bild. Links neben dem Tisch im Karton ist ein Bild. Unten meinte ich, unten links im Karton. An der Leiter rechts an der Wand hängt ein Bild. Da rechts daneben im Regal hängt noch ein weiteres Bild raus. Den Rest kannst du machen. Danke. Auf dem Stuhl. So nach einer halben Stunde in die Stille rein, auf dem Stuhl. Ja, ich bin gerade völlig erschöpft. Ich merk's. Oh ja, da ist auch noch eins. Eins noch. Das ist doch eins. Ja. Also, wenn ich sehen würde, würde ich es dir auch sagen. Das ist sehr nett. So bin ich. Aber aktuell sehe ich es tatsächlich gerade nicht. Liegt da noch eins auf dem Stuhl? Auf der Sitzfläche? Nee. Da ist es. War das jetzt? Im Karton. Oh, wen haben wir da? Jeffrey Barton, Nancy Boyle, Peter Howard, den kennen wir jetzt noch nicht. William Mendes, Tom Radenski. Und? Ja. Oder hatten wir Peter Howard auch schon? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Ja, ich erinnere mich an Sie. Sie waren unzertrennlich, aber Sie waren damals nicht vier, sondern fünf. Ach ja? Können Sie sich an den fünften erinnern? Ja, sehr gut. Das war der beste Student, den ich in meiner ganzen Karrierelaufbahn hatte. Peter Howard, ein wahres Genie. Leider hat er ein grauenvolles Verbrechen begangen. Ein Verbrechen? Er hatte eine junge Studentin aus dem ersten Jahr vergewaltigt und umgebracht. Die Zeugenaussagen seiner Freunde haben ihm den elektrischen Stuhl erspart. Das ist aber nett von den Freunden. Ja. Wie das? Er wurde strafrechtlich als nicht, was? Doch, als nicht verantwortlich beurteilt. Er ist in einer psychiatrischen Klinik. Es ist wahr, dass er ein verschlossener Junge war, aber trotzdem. Hat man ihn aufgesperrt? Ja. Er war ein brillanter Student, wissen Sie? Er hatte Informationen der Universität kostenlos in seiner Freizeit entwickelt und eingeführt. Au. Aha, ich konnte nie richtig glauben, dass er diesem Mädchen wehgetan haben soll. Wissen Sie, in welche Klinik er eingewiesen wurde? Oh ja, es gab nur eine spezialisierte Einrichtung in dieser Gegend, die Portman Klinik. Vielen Dank, Professor. Sie haben uns sehr weitergeholfen. Ja, bitte. Gern geschehen. Überbringen Sie den Familien der Verstorbenen mein Beileid. Auch wenn Sie weitere Informationen über diese alte Geschichte suchen, dann wenden Sie sich doch an den Sheriff aus der Gegend. Sehr schön, Schatz.
Ja, ne? Autopsieraum. Topsy? Die Analyseergebnisse des Mageninhalts von Jeffrey und Nancy sind da. Auf den ersten Blick haben sie am Tatabend gemeinsam gegessen. Wahrscheinlich im Restaurant. Derselbe Weißwein für beide. Jakobsmuscheln und Topinambur für die Dame. Lachsmöhren und Lauchgemüse für den Herrn. Ich wette, es war ein französisches Restaurant. Wir haben keine Spuren von Medikamenten in Jeffreys Blut gefunden, was meine Theorie bestätigt. Man hat sie ihm nach dem Tod zugeführt. Achso, ich dachte, das heißt dann, dass nur in französischen Restaurants werden nämlich Medikamente dem Essen beigegeben. So scheint das Genau. gerade. Man hat einen Hammer mit getrocknetem Blut gefunden. Es kann sein, dass Nancy damit umgebracht und Jeffrey damit niedergeschlagen wurde. Okay, ich werde das überprüfen. Ich werde die von Baxter genommenen Proben sortieren und untersuchen. Damit gewinnen wir Zeit. Der ist rechts. Da, genau. Guck, da sagen sie jetzt Reagenzglas. Vorhin waren es Ja. Testtuben. Ja, was soll ich jetzt tun? Da ist ein Pfeil und da unten ist auch einer. Blau muss nach unten und lila muss nach unten. Blau muss nach unten und lila muss nach oben. Aber ich glaube, die müssen der Reihenfolge nach sortiert werden. Wie ist denn die Reihenfolge? Ach, von wenig bis viel, meinst du? Ja. Ja, kannst du unten auch noch machen, ja. Das war gar nicht mal so schwer. Nö. Die auf dem Hammer genommenen Proben bestätigen das Vorhandensein von menschlichem Blut. Okay. Blut! Okay. Entschuldigung. Ich werde so schnell wie möglich mit Nancys Blut vergleichen. Was denn? Das Blut. Kein Problem. Wie weit bist du, was die dritte Leiche, die von Tom Radanski angeht? Ich bin so gut wie fertig. Aber ich wurde unterbrochen. Ein Praktikant hat eine Kiste fallen lassen, in der die Reste eines Skeletts aufbewahrt werden, das letzte Woche in einem Container gefunden wurde. Ich glaube, die Kiste ist mindestens 300 Jahre alt. Handel mit Reliquien. Ein Anthropologe müsste gleich vorbeikommen und sie abholen. Aber ich hatte noch nicht einmal Zeit, alles aufzusammeln. Und der Praktikant? Kann der das nicht übernehmen? Elton? Er hat schon so genug angerichtet. Chloe kümmert sich nicht darum, wenn du mich möchtest. Was? Wenn du möchtest. Chloe kümmert sich darum, wenn du möchtest. So Gott, während ich das französische Restaurant ausfindig mache und die Radanski-Obduktion fertig machst. Du, mein Gott! Und die Radanskis Obduktion fertig machst, Da ja. fehlt du, doch, also doch. Ja. Danke, Baxter. Auf deine tollen Ideen kann man sich immer verlassen. Ja, und auf meine Aussprache. Auf jeden Fall. Da liegt ein Knochen auf dem Leichentuch. Nicht unterm Leichentuch, sondern auf dem Leichentuch. Da hinten ist ein Schädel auf dem Schrank, rechts. Ja, da auf diesem Waage-Ding liegt auch noch ein Knochen hier vorm Glas. Also links auf diesem. Ja, es ist ein Tischchen, da liegt ein Knochen vorm Glas. Über dem Fuß ist ein Tisch. Da ist ein Knochen. Da. Ja, das war er doch. Klick ihn an. Das ist keiner. Warum nicht? Das ist ein Wattebäuschen. Oh, und ich habe mir so eine Mühe gegeben. Warum? Wie kann man denn einen Knochen da oben über der Lampe fallen lassen? Er hat die Kiste fallen lassen. Ja, und dann fliegt der Knochen oben auf die Lampe. Ja, ist dir das noch nie passiert? Nee, nicht so wirklich. Ja, selten habe ich auch eine Kiste Knochen dabei, muss ich gestehen. Vor Dann allem haben sie ja auch so einen kannst du es ja gar nicht archäologischen Fund. beurteilen. Die haben ja auch bestimmt so einen archäologischen Fund von ein paar tausend Jahren da auf einmal als Eingang in eine Autopsie. 300 Jahre. Ja. Einer noch. Ja, ich habe dir ja gesagt und du willst es ja nicht nehmen. Ich will schon, aber das Spiel will nicht. Ich wette, das ist der. Schatz! Das ist genauso ein Gebrömsel wie das hier vorne. Das sind Eier, das sind Nisten oder sowas. Zeckeneier. Hör auf, das ist ekelhaft. Ich muss noch mit dir C2-Killer-Insekt Nein, gucken. musst du nicht. Der ist cool. Das ist ekelhaft. Ja, ist Ah, er mir auch. läuft schon kalten Rücken runter. Hör auf.
Steffi kann nämlich Zecken nicht leiden. Nicht leiden? Ist maßlos untertrieben. Deswegen, der Film würde dich fertig machen. Boah, der Gedanke macht mich fertig. Brauchst du eine Flasche Jim Beam oder können wir uns den Film mal angucken? Oh, da hätte ich jetzt voll Bock drauf. Oh ja, dann gucken wir den. Nein, nicht auf den Film, auf den Jim Beam hätte ich jetzt Bock. Sag mir, wo der letzte Knochen ist. Habe ich ja schon. Ich sehe keinen anderen Knochen, tut mir leid, für mich ist das der letzte Knochen. Schatz, es ist kein Knochen. Jetzt gib dir gefälligst Mühe und guck woanders. Kannst du dich einen aus der Leiche rausziehen? Nein. Ich sehe wirklich keinen Knochen. Ich auch nicht, aber deswegen müssen wir ihn ja trotzdem finden. In der Schale ist auch kein Knochen, ne? Nee. Hä? Rechts unter dem Tisch diese Kugel? Also ganz rechts, da bei der Packung. Das da? Ja. Nein. Hab ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Der Hammer, den sie gefunden haben, wurde tatsächlich dafür benutzt, um Nancy zu töten und Jeffrey niederzuschlagen. Allerdings gibt es keine Abdrücke. Mich hätte das Gegenteil überrascht. Ansonsten war Tom sofort tot. Genick gebrochen, Schädel eingeschlagen, als er mit voller Geschwindigkeit auf die Windschutzscheibe und dann auf ein weiteres Hindernis prallte. Worüber lachst du jetzt? Ich habe Schädel eingeschlafen gelesen. Ja, weder Spuren des Sicherheitsgurts noch des Airbags. Stimmt das mit dem überein, was du hast? Ja, man hat ihn einige Meter von seinem Auto entfernt gefunden. Es wurde sabotiert. Derjenige, der sein Fahrzeug manipuliert hat, muss gewusst haben, dass er ohne Sicherheitsgurt fuhr. Wahrscheinlich. Der Hauptverdächtige kannte ihn recht gut. Wie auch immer, wenn man sich den Zustand des Fahrzeugs anschaut, hätte er sogar mit angelegtem Sicherheitsgurt wahrscheinlich nicht überlebt. Die psychiatrische Klinik. Geil, wir kommen in ein Irrenhaus. Ja. Guten Tag, Dr. Portman. Ich bin Inspektor Cunningham. Mein Kollege hat sich von meinem Besuch in Kenntnis gesetzt. Oh Gott. Soll ich wieder? Ja. In der Tat, Inspektor. Ich freue mich, Ihnen über Peter sprechen zu können. Ich bin stolz auf ihn und die Ergebnisse, die er mit unserer therapeutischen Methode erzielt. Sie sollten ein bisschen weniger rauchen. Das macht nichts. Wäre es möglich, ihn zu treffen? Leider ist er abwesend. Abwesend? Aber ich dachte, er würde in Ihrer Klinik wohnen. Seit mehr als 3 Monaten bereits. Seine Strafe ist abgesessen, Inspektor. Und da er für andere keine Gefahr mehr darstellt, habe ich ihm erlaubt, ein paar Tage pro Woche draußen zu arbeiten. Sie sind sich ihrer sicher, sollte man meinen. Peter ist ein ungewöhnlicher Mann. Gefährlich. Es tut ihm nicht... Was? Au! Ein ungefährlicher Mann. Und es tut ihm gut, sich nützlich zu machen. Schauen Sie sich um. Er hat eine große Rätsel-Rallye für die jungen Leute aus der Klinik organisiert. Ich denke, sie werden sich amüsieren. Die Polizisten haben jetzt auch total Zeit und Bock, eine Rallye damit zu machen. Ich muss blaue Bänder sammeln. Ja. Das ist die Rätsel-Rallye. Da ist eins. Ja. Ein Ei. Das ist aber nicht das... Ach nee, jetzt brauche ich die Eierschale. Kaputtes Ei. Ja. Nein, links ist das Ei. Das ist ein dunkles Ei. Das ist eine Satellitenschüssel. Ja. Oh nee, das ist ein Lautsprecher, aber egal. Oh, hallo. Hier ist ein Hund hier vorne. Ja, ich sehe es, aber dann suche ich nicht. Da ist ein Ei. Grüne Band. Weiße Schale. Komisches Ding. Hut. Ja. Ei, ei. Ein Steinmännchen. Ein Steinmännchen bauen. Das hängt da rechts an der Laterne. Was machst du denn da? Das sind ganz viele Pfeile. Das war kein Pfeil. Doch. Weißes Ei. Steinmännchen. Steinhaufen.
Ach, das verfärbt sich alles rot, das sehe ich jetzt erst. Da. Da so. Pfeil. An der Bank. Rote Band. Unter Bank. Untere Bank. Flasche. Flasche neben Bank. Regel Nummer 1. Dem Geduldigen öffnet die Zeit alle Türen. Seltsame Belohnung für eine Rätselrally. Finden Sie nicht, Dr. Portman? Penner hat sich Regeln ausgedacht. Ich denke, Sie haben ihm dabei geholfen, sich etwas zu öffnen. Er wollte nur die anderen daran teilhaben lassen. Ich verstehe. Aber apropos, Verschlossenheit. Das Gebäude scheint mir nicht sehr gesichert zu sein, obwohl hier potenziell gefährliche Kranke wohnen. Potenziell gefährliche, ja. Aber im Grunde sind sie nicht wirklich es. Das ist Ihre Sichtweise. Das Gesetz fordert jedoch, dass einige Ihrer Patienten überwacht werden. Sie müssen mich nicht daran erinnern, Inspektor. Alle Ausstattungen sind auf dem neuesten Stand, wenn Sie sie eher diskret sind. Auch. Auch. 4 Lautsprecher. 1, 2, 3. Das ist ein Scheinwerfer und Lautsprecher da links. Über der Tür. Das ist eine Kamera. Ja, meine ich. Oben auf dem Dach links. Nee, eben nicht. Das ist eine Satellitenschüssel. Also doch. Nee, nicht also doch. Das andere war ja ein Lautsprecher. Den habe ich schon weggeklickt. Ja. Da. Ah, ein Baum. Ja, die sammeln wir auch ein. Weg ist sie. Jetzt kommen die Kameras. Links ist noch einer. Schön, dass wir alles in die Tasche stecken. Du sagst ja gar nichts. Ja, ich finde einfach nur. Ja, was soll ich dir jetzt da groß noch Tipps geben? Du hast ja alles sofort. Ja, das war ja ganz einfach jetzt. Sehr gut. Sie scheinen wirklich die Sicherheitsregeln einzuhalten. Es freut mich, dies aus Ihrem Mund zu hören. Könnte ich Peters Zimmer sehen, wenn ich schon nicht mit ihm sprechen kann? Aber natürlich. Peter hat nichts zu verbergen. Ja, dann gehen wir noch mal gucken. Ja. Sie denken, er ist geheilt? Natürlich. Ansonsten würde ich ihn nicht gehen lassen. Und wie können Sie wissen, dass er nicht wieder rückfällig wird? Es gibt immer einen unbekannten Teil, aber Peter ist alles andere als eine gewalttätige Person. Ich muss jetzt gehen. Andere Patienten warten auf mich. Aber wenn Sie Fragen haben, melden Sie bitte. Ich stehe gerne zu Ihrer Verfügung. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie bitte. Danke, das stand da. Ja, danke, Doktor. Ja. Gamma. Prozent. Was soll das? Ich sehe das Unendlichkeitszeichen, das kommt bestimmt auch gleich noch. Prozent ist oben links auf dem Regal. Diese Epsilon-Formel, ne? Ja. Die ist bestimmt auf der Tafel. Nee. Ja gut, wir suchen ja auch noch andere Sachen. Das Unendlichkeitszeichen ist rechts im Schrank. Das Dreieck ist ja kein Dreieck, aber es ist unten links. Ein Winkelmesser ist das, glaube ich, ne? Ja, irgendwie sowas. Das ist da. Das X habe ich auch schon gesehen. In der Fensterbank. Auf der Fensterbank. Da ist ein Zirkel, genau. Vielleicht.
muss das gleichzeitig. Da, oh, da ist doch ein gelber Stern. Kannst du den wieder einsammeln an der Bettdecke? Schade. Ja, weil ich glaube, ich schon 6 Hinweise voll habe und mehr kann man nicht. Ach, dafür ist das da. Mhm. So. Da oben rechts war doch eine Tafel. Stand da was drauf? Ganz. Das ist keine Tafel, das ist Planetengedöns irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wir brauchen ein Pi, ein ist gleich, dann das Epsilon und das Gamma. Ja, das sind dann also andere Sachen da an der Wand, ne? Ja. Wahrscheinlich sind das auch alles so Holzmodelle. Das ist Pi. Oh Gott, ja. Das hängt an der Tafel, links da, über der Lampe. Die Formel, da. Was? Da, ja, genau. Ich hab doch das Pi. Achso, ach jetzt ja. Ich hab gar nicht gesehen, dass die da ist. Ich hab ein bisschen Angst vor dem Ist gleich, muss ich sagen. Rechts an der Wand klebt's ganz groß. Über der Lampe. Ja, genau, deshalb hatte ich auch Angst. Aber die Epsilon-Gleichung und das Gamma? Wahrscheinlich ist das Epsilon so riesig. Ja, aber das schaut ja wirklich so aus, als wäre das eine komplette Gleichung, die irgendwo notiert wäre. Ja. Ist die da irgendwo dazwischen? Nee, ne? Glaube nicht, aber ich sehe es nicht da. So ganz. Gut. So. Das Gamma war mit eines der ersten, die wir finden sollen. Dies. Ja, war auch, glaube ich, das erste. Da. Oh. Ein USB-Stick. Ja, geil. Wie soll man den denn jetzt da finden? Ich würde mal beim Laptop vermuten. Den habe ich sogar. Ja. Da Portman mir freie Hand lässt, sollte ich das ausnutzen und mir ein Exemplar seiner Programme besorgen. Wenn er so talentiert ist, wie man sagt, ist er vielleicht der Hersteller einer genialen Software, die zum Vermögen seiner früheren Freunde geführt hat. Hm? Ja, hört her schieben. Okay. Ich muss quasi das Graue da oben rein. Ah, okay, alles kriegen. Klar, gut. Sieht gar nicht so verkehrt aus, was du da machst. Ich hoffe. Ja. Das war jetzt auch nicht besonders schwer, also. Nö. Sehr gut. Ich werde den Quellcode der Profile-Type-Software vergleichen, sobald ich im Labor bin. Vorher statte ich dem Sheriff einen Besuch ab. Portman ist vielleicht nicht der Einzige, der an Peters Schuld zweifelt. Die Portman war doch eine Frau. Eigentlich schon. Ja. Habe ich auch gerade überlegt. Ich glaube, das Büro des Sheriffs sollten wir dann morgen in Angriff nehmen. Das war das Signal. Denn die Tor-Apps sagen, es ist Zeit, die Folge zu beenden. Ja, sehr schön. Dann sehen wir uns morgen. Elfmeterschießen, Schweiz gegen England. Ciao. Ciao.